Okay, Frage Nummer drei. Es geht um das Thema Schaden und Schadensersatz. Wir haben also etwas kaputt gemacht. Welche Voraussetzungen gibt es jetzt, dass es sich tatsächlich um einen Schaden handelt? Also ein Schaden kann immer auf zwei Arten entstehen. Also entweder handle ich fahrlässig oder grob fahrlässig und etwas geht kaputt. Oder ein Schaden kann aber auch durch Unterlassung entstehen. Ich habe damals im Kurs das Beispiel genannt, die Straße ist eisig, oder der Gehsteig vor meiner Haustür ist eisig und ich pfeife aber auf die Schneeräumen oder auf das Splittstreuen oder Salzen, je nachdem, was halt zugelassen ist in der Ortschaft, weil mir das einfach halt einfach egal ist oder einfach nicht freut. Dann verletzt sich jemand vor meiner Haustür und ich kann dazu. Also ich kann für diesen Schaden dann verantwortlich sein, obwohl das ich ja nichts aktiv gemacht habe, aber ich habe eben etwas unterlassen. Das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Welche Voraussetzungen gibt es jetzt, damit es tatsächlich, dass es sich um einen Schaden handelt? Also Schaden haben wir schon gesagt, also entweder Unterlassung oder eben durch eine Handlung. Dann ein Schaden muss vorhanden sein, der kann entweder ein ideeller Schaden sein, also zum Beispiel, dass sie eine Person verletzt, oder dass die Person jetzt irgendetwas nicht machen kann, zum Beispiel, die kann, weil ich etwas gemacht habe, kann die Person nicht auf Urlaub fahren oder so, also irgendeine Konsequenz für den anderen. Oder es kann sich um einen Vermögensschaden handeln, dass die Person einen finanziellen Nachteil hat oder dass die Person im schlimmsten Fall einen Verdienstentgang hat. Dann muss natürlich eine Kausalität vorhanden sein. Das heißt, ich muss für den verursachten Schaden irgendwie verantwortlich sein. Also es muss ein Zusammenhang zwischen meiner Anwesenheit und dem Schaden muss gegeben sein. Und es muss natürlich auch irgendeine Rechtswidrigkeit muss vorhanden sein. Das heißt, zum Beispiel, ich bin verantwortlich für diesen Gehsteigbereich, ich habe mich da nicht darum gekümmert, daher kam es zu diesem Schaden, dann habe ich eine Rechtswidrigkeit. Oder es kann natürlich auch aufgrund von einem Vertrag sein, dass ich irgendeinen Vertrag nicht eingehalten habe und daher irgendein Schaden entstanden ist. Und natürlich, es muss das Verschulden da sein, dass ich für diesen Schaden verantwortlich bin. Und wenn es halt um das Verschulden geht, da gibt es unterschiedliche Grade, ich habe vorher schon erwähnt, es gibt die Möglichkeit, dass ich eben einen Schaden vorsätzlich in Kauf, also dass ein Schaden vorsätzlich eintritt, das heißt, ich ziele darauf ab, dass dieser Schaden entsteht, oder ich nehme das billiger in den Kauf, also es ist mir quasi egal, wenn doch dieser Schaden entsteht, das wären die zwei Varianten, wo ich im Vorsatz drinnen bin, also quasi eine böse Absicht, oder es ist mir eigentlich egal, ich nehme den Schaden eben in Kauf. Die andere Variante wäre die Fahrlässigkeit. Das heißt, ich handle einfach nicht sorgfältig und deswegen tritt der Schaden ein. Das war auch, wenn etwas aus Versehen passiert. Oder dann gibt es natürlich nur die Variante mit der groben Fahrlässigkeit. Das heißt, normalerweise, wenn mir jemand halbwegs auf irgendetwas Acht gibt, dann passiert so etwas nicht. Das heißt, das wäre eine auffallende Sorglosigkeit. Wenn ich zum Beispiel auch in einer Situation betrunken wäre, wo man auch nicht betrunken sein darf und falsch handle, wäre das ja meine grobe Fahrlässigkeit. Es wäre allerdings kein Vorsatz. Also ein Unfall, den ich verursache, wo ich leicht angetrunken bin, das wäre niemals ein Vorsatz, aber es wäre auf jeden Fall eine grobe Fahrlässigkeit. Und dann gibt es natürlich nur die leichte Fahrlässigkeit, wo man sagt, okay, das kann einfach an jedem passieren, sei Unachtsamkeit und einem sorgfältigen Menschen kann dieser Fehler auch passieren. Die jeweiligen Grade, also zum Beispiel Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit und so weiter, das macht nämlich dann auch Unterschiede, wenn es darum geht, den Schadenersatz zu decken. Wenn ich zum Beispiel eine leichte Fahrlässigkeit habe, dann müsste ich nur den positiven Schaden bezahlen. Positiver Schaden bedeutet, was ist der objektive Wert eines Objektes? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Scheibe kaputt mache, ist der positive Schaden der Wert der Scheibe und halt die Reparatur für diese Scheibe. Theoretisch könnte ich im Rahmen von einer groben Fahrlässigkeit oder einem Vorsatz
könnte es auch sein, dass jemand eine volle Genugtuung haben möchte. Und bei der vollen Genugtuung kommt zusätzlich zum positiven Schaden, kommt zum Beispiel auch der Verdienstentgang hinzu. Wenn ich jemand mit einem Vorsatz oder weil es mir egal ist, zum Beispiel verletze, die Person kann dann 2 Monate nicht arbeiten, dann bin ich nicht nur dafür verantwortlich, dass ich Schmerzensgeld zahle, also nicht nur den ideellen Schaden, sondern ich kann zum Beispiel, wenn die Person dann 2 Monate nicht arbeiten kann, bin ich auch für den Verdienstentgang verantwortlich und muss für den finanziell aufkommen. Und da kann man sich vorstellen, da kommt einiges hinzu. Genau. Ah, genau, Haftung und Aufsichtspflicht. Jetzt fast die Frage 3 hätte ich fast noch vergessen. Wenn ich die Aufsichtspflicht für jemanden übernehme, dann kann ich dafür haften, wenn ich die Aufsicht schuldhaft vernachlässige. Also wenn ich nicht darauf achte, wie die Person handelt. Und da kommt es immer, das ist diese typische Situation, ein Kind macht etwas kaputt und die Eltern haften dann dafür. Das ist eben die sogenannte Aufsichtspflicht. Geht mir zum Beispiel auch so, als Lehrer habe ich auch die Aufsichtspflicht über eine Gruppe von Jugendlichen. Und wenn die etwas kaputt machen würden und ich habe mich nicht so weit gekümmert, dass ich zumindest verhindern versucht hätte, dass das passiert, sondern wenn ich es auch grob fahrlässig trotzdem geschehen lasse oder überhaupt billiger in den Kauf nehme, nach dem Motto, ist mir doch wurscht, wenn die was kaputt machen, dann könnte ich ebenfalls für den Schaden herangezogen werden und müsste dafür bezahlen. Es kommt natürlich immer wieder darauf an, wenn ein gewisses Verhalten aber auch halt normal ist für ein Kind, dann gibt es da natürlich Ausnahmen. Also bei der Aufsichtspflicht, das darf man auch nicht vergessen. Okay, dann weiter zur nächsten Frage.